Hallo, liebe Zuschauer, und damit begrüße ich euch schon mal im Ladescreen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge haben wir endlich das ganze große Chaos um Somas Clan sozusagen gelöst und haben den Verräter gefunden und dann auch getötet. Genauso wie Wiegmund, den wir dann auch zur Strecke gebracht haben. Ja, und Soma haben wir jetzt als wichtige neue Verbündete gewonnen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu Randvi und überbringen ihr mal die guten Neuigkeiten. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes für ein Bündnis machen. Ich werde dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen im Skilltree rumstöbern, weil wir haben einige Fähigkeitspunkte jetzt neu bekommen. Und die wollen wir natürlich erstmal einlösen. Ja, es leckt im Ladescreen. Es tut mir leid. Ist immer so. Bei mir. Aber das normale Spiel ist damit nicht betroffen. Mit Heitam, was will der denn? Ja, was gibt's denn Heitam? Ach, wir können ihm die Ordenssiegel geben. Ah. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Je weniger es von ihnen gibt, desto heller erstrahlt die Welt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit sollst du hey, dies geil. Es gilt noch weitere Siegel zu sammeln. Okay, er gibt uns Fähigkeiten dafür. Das ist, sehr, sehr geil. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Cool. Also immer schön fleißig die Ordenssiegel hier hinbringen. Gut zu wissen. So, dann ab zu Randvi. Und dann gucken wir mal. Vielleicht schalten wir ja jetzt auch neue Gebiete frei, die wir jetzt hier zum Bündnis nehmen können. Wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus. Sei gegrüßt. Das habe ich. Hallo Randvi. Ich habe sie rübergestellt, damit sie nicht im Weg sind, wenn du sie nicht brauchst. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Die Dänen von Grantaburg Schier sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat einen Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das werden sie, auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Jawohl, Bündnis geschlossen. Grantaburg Schier. Schön mit den Rabenfiguren. So, jetzt vergeht wieder ein bisschen Zeit. Ein bisschen sehr viel Zeit. Es vergehen gerade echt mehrere Tage. Das ist interessant. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Chilbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Ja, tatsächlich keine schlechte Idee. Wie er dieses Horn in der Hand hält. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarlskona Soma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Oh Gott. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Ey, Dark ist so nervig, ne? Ich hasse ihn. Sigurd würde meine Errungenschaften feiern. Ja, würde er auch. Sigurd weiß, was ich erreicht habe und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den Entschlossensten
und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Ich sag mal. Möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Denkst du, ich bin betrunken, Eivor? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Also Sigurd ist nicht da hingegangen und hat sich die Bündnisse da geholt. Klar, der ist irgendwo anders zugange, aber ich weiß ja nicht, was Dark hier denkt, was wir die ganze Zeit gemacht haben, aber Däumchen gedreht ganz sicher nicht. Es gibt in dieser Welt genug Ruhm für jeden, den sich verdienen will. Und ich weiß, wie viel davon mir gebührt. Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Boah, ich würde so gerne Dark jetzt einfach umnieten, ne? Boah, ist der nervig. Ich entwickle gerade so einen kleinen Hass auf Dark. Du bist unverdient da auf deinem Platz, bla, und du hast dir das alles nicht verdient. Kann das deinen Kampfdurst stillen, Randvi? Okay, los geht's. Wir haben Rohmaterial bekommen. Sehr cool. Wäre eigentlich eine gute Chance gewesen. Ja, mal wieder wurde die Fähigkeit nicht eingesetzt. Warum auch immer. Wäre eigentlich eine gute Chance gewesen, mal die neue Fähigkeit von Heitam auszurüsten. Aber dazu bin ich jetzt nicht mehr gekommen. Schien irgendwas Giftmäßiges zu sein. Sind da unten auch Gegner? Tatsächlich. Schädelspalter. Oh, joi. Die können sogar den gleichen Axtwurfangriff machen, den wir können. Aber den können wir ganz gut abwehren. Okay, sehr gut. Es wird denen noch leid tun, dass sie versucht haben, Hrefner Torb anzugreifen. Jawohl. Hey, wow. Ah, ich dachte gerade schon, der hat einen von uns gefinisht, aber nee. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Hrefner Torb ist richtig am Brennen. Oh, das tut weh. Oh Gott. Alles, was wir uns so verdammt mühsam aufgebaut haben. Fackel die ab. Ich glaube, es hackt. Ich reiß dich gleich ein. Blutwikinger. Ach so. Das wollen wir nochmal sehen. Oh, verdammt. Wer hat euch in den Tod geschickt? Die Götter selbst schicken. Ah ja. Scheiße, das wird teuer. Hat Eivor gerade gesagt, das wird teuer? Verdammte Blutwikinger. Schluss mit dir. So, und jetzt schnell unseren Leuten helfen. Komm hoch mit dir. Alter, warte mal, ich mach mal kurz eine Sache. Kann ich eigentlich den...
Woo, Fotomodus. Will nämlich voll gerne einen Thumbnail davon haben. Ja. Wir haben den Ernst der Lage voll im Griff. Im Blick, meine ich. Hey, unser Jungswikinger ist auch dabei. Sehr gut. Weg damit. Pfeilhorde. Wie hast du deinen Pfeil? Okay, es sind nicht mehr viele. Es werden immer weniger. Aber der Schaden, den sie hier veranstaltet haben, ist natürlich massiv. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn. Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal. Wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Joch, da bin ich diesmal voll bei Randvi und auf Dark höre ich sowieso nicht, von daher lassen wir ihn frei. Geh und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier wartet. Oh, ich werde berichten. Schick Speer hinter ihm her, dann finden wir... Och, ey. Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor. Und ich weiß, was du bist. Kann den Miner im Fluss ertränken? Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf, dann beraten wir die nächsten Schritte. Unfassbar, wirklich unfassbar. Abartig, der Typ. Ein neuer Brief. Ein neuer Brief. Ungebetene Gäste. Cheowulfs Brief. Brief von Cheowulf. Eivor, ich bete, dieser Brief trifft dich und meinen Sohn wohlbehalten an. Cheobert schrieb mir nun schon einige Male, häufig mit so haargenauen Schilderungen. Es ist, als wäre ich dort. Er bewundert dich, vertraut dir. Es wärmt mein Herz zu wissen, dass er jemanden hat, zu dem er aufblickt. Ich weiß, du wirst seiner gerecht werden. Was mich betrifft, so habe ich mich gut in diese neue Rolle eingelebt. Mein Hof steht hinter mir und das Volk ist mir treu. Zum ersten Mal seit langem ist Mercia befriedet. Dank dir, König Cheowulf der Zweite. Alles klar. So, ich guck mal ganz kurz, was ist denn jetzt unsere Quest? Also, ein neues Zuhause ist ja klar. Zerschlagen des Ordens ist auch klar. Wikinger gesucht ist auch klar. Welt der Träume, Koste vom Trank. Hä?
Was für eine Quest haben wir denn jetzt bekommen? Knut, was machst du hier? Eivor, wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir? Sylva und Aehra sind in Gefahr. Wir sind in den Wald gegangen und... keine Zeit für Erklärungen. Du musst sofort mitkommen. Geht es ihnen gut? Nein, sie sind verletzt. Ziemlich schwer. Bring mich zu ihnen. Ein kleines Problem, Folge Knut. Was geht denn jetzt hier auf der Karte überhaupt ab? Ich gehe mal ganz kurz zur Rand, wie? Guten Tag. Beziehungsweise reden wir erstmal mit Schielbert. Geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen und dich. Ich weiß, nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß, ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, Grantabrück haben wir abgeschlossen und Legra Kestashir auch. Ah ja, jetzt haben wir tatsächlich hier neue... Dinger. Ochsenerforge hier, kennen wir ja schon. Haben wir hier oben irgendwas? Nein. Wir haben aber jetzt hier drüben East Engla, wo ja auch die Typen herkamen. Von daher wählen wir das mal an. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Engla kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends. Der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Engla auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Ja, dann werden wir das als unser nächstes Ziel mal anwählen. Neue Verbündete East Engla. Gut, Königsmacher. Ich reise nach Osten und spreche einmal selbst mit Finn. Ein guter Plan. Okay. Wir folgen ihm aber erstmal hier, weil das ist jetzt tatsächlich interessant. Was da vorgefallen ist. Wo sind sie? Da lang! Beeilen wir uns! Was ist passiert? Sind sie noch in Gefahr? Nicht, wenn wir uns beeilen! So, also richtig lässt er nichts durchblicken, was jetzt hier genau passiert ist, aber das werden wir bestimmt gleich rausfinden. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu weit weg. Wo lang jetzt? Hier lang. Wir sind gleich da. Okay. Aber schöne Umgebung mal an der Stelle, wenn ich das mal sagen darf. Schöne Blumen hier, also das ist wirklich eine Augenweide. Kannst du nicht schneller? Knut, du musst mir sagen, was passiert ist. Nein, du würdest es doch nicht verstehen. Glaub mir einfach. Okay, das ist seltsam. Moment, was soll das? Entschuldige, Eivor. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Aehras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Oh, das klingt nicht nach einem Hund, Aehra. Das ist ein Wolf. Aber was für einer? Ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund. Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich darum. Okay, das machen wir doch, denke ich, noch in der Folge. Wo ist der denn überhaupt? Achso, der ist hier unten. Heißt, der einen Besitzer hat.
Zynin? Überblicke das Land, Freundin. Ja, okay. Das war jetzt weniger. Ich brauche den Hausschlüssel. Wenn ich Glück habe, ist er hier in der Nähe. Naja, da hinten ist er nämlich. Bin ich denn doof? So, da ist er nämlich. Warum auch immer dieses Schwein den Schlüssel hat. Der Schlüssel für die Tür. Ich muss sie vorsichtig öffnen. Wir müssen auch vorsichtig sein, denn ein Wolf ist nicht ungefährlich. Selbst wenn wir ihn retten, man weiß ja nie, was gleich passiert. Befreie den Wolf und bete, dass ich ihn nicht vor den Augen der Kinder erschlagen muss. Der Tisch ist gedeckt, ja, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. Der Mann war sehr stolz auf seine Jagdbeute. Wenigstens hinterlässt er etwas. Oh Gott. Ruhig. Warte, ganz ruhig. Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Krieger. Ja, aber der ist doch ganz friedlich da rausspaziert. Alles in Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt. Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Er weiß das schon. Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen, bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch so viel lernen. Ja, und bescheiden. Aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So läuft das leider nicht. Okay, das schließen wir mal noch ab hier, die Quest. Und dann beenden wir die Folge. Bleib zurück! Ey, cool! Tatsächlich, er hilft uns. Mega! Ich glaube, ich kann hier gerade ohnehin nicht speichern, selbst wenn ich speichern wollen würde. Seid ihr wohl auf? Dank unseres Helden, dem Wolfshund. Cool. Was? Hund, Wolfi, Hulfi, wie ein Wolfshund. Nein, gefällt mir nicht. Wir sollten ihn Maus nennen. Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn Kaubart nennen, weil er so gern alles zerkaut. Was meinst du, Eivor? Hulfi gefällt mir fast noch am besten. Hulfi, das klingt genauso absurd wie diese ganze Situation. Er ist unser bester Freund. Kommt er jetzt mit? Jetzt müssen wir aber nach Hause. Cool. Wir alle. Na gut. Wir wollten doch nur Abenteuer erleben wie du, Eivor. Und das haben wir. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Nun, habt ihr Kinder heute irgendetwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht. Ja, wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Ja, die wilden Wölfe, die uns gerade angegriffen haben, die waren auch total freundlich. Hä? Naja, gut. Er scheint euch zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Wo ist er hin? Ohne uns würde er jetzt verrotten. So wie dieser Eber, den du erlegt hast. Das habt ihr gesehen? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern, verstanden? Ab nach Hause mit euch. Und vergesst euren neuen Freund nicht. Quest abgeschlossen, ein kleines Problem. Ja, sehr schön. Okay Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Folge jetzt an der Stelle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und begeben uns dann nach East Anglia. Also,
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.